Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem ID-Kanal. Leute, ich wollte was komplett Falsches sagen. Auf jeden Fall schauen wir uns heute mal PlayStation 5 Glitches und Fehler auf dem Kanal von BK4 an. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Das ist die letzte Episode, die wir zum PlayStation-Universum sagen oder schauen. Natürlich gibt es noch PSP. Das haben wir natürlich vergessen. Vielleicht bringen wir das Ganze. Deswegen lasst Daumen nach oben da, Leute. Wenn ihr noch sehen wollt, wie wir alle PSP und PS Go, PS Vita Glitches uns anschauen sollen. Und vielleicht wollt ihr auch Nintendo DS und GameCube-Fehler, Gameboy-Fehler. Alle Konsolen, Leute. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren, und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe mal, dass kein Jumpscare kommt direkt am Anfang. Deswegen, hoffentlich. Oh, okay. Sieht alles gut aus. Fehler. Ja. Also ich bin sehr, sehr gespannt, Leute, weil ich bin ehrlich, ich habe keinerlei Fehler gesehen in der PlayStation bisher. Außer, dass man vielleicht ein Spiel crasht. So, also erster Fehler, keine CD wird erkannt. So, Disk Read Error. Dieser Fehler passiert, wenn du eine CD reintust, falsch herum. Boah, wenn sie zerstört ist oder falsch herum reintust. Das ist mir so oft passiert, dass ich die CD falsch herum reingesteckt habe. Das ist auch so verwirrend, wenn die hochkant steht, die CD. Das ist so verwirrend, Leute. Disk is loading. Hä, war das gerade ein Xbox-Sound? Oh. Ich glaube schon. Ja, also die CD wird die ganze Zeit geladen und dann steht da, glaube ich, CD nicht erkannt. Das dauert tatsächlich ein bisschen länger, als ich dachte. Ah, ja. Can't recognize the disc, make sure it's not damaged or dirty, and that it's not inserted upside down. Like. Ja, also das ist ein Fehler, Leute, der ist mir auch direkt am Anfang passiert. Direkt. Ja, relatable. Game App Error. Fehler in der App. Fehler im Spiel. Es passiert, wenn die PlayStation App crasht oder das Spiel crasht. Es gibt zwei Varianten. Es hat sogar auch einen Fehlercode. Okay, erste Variante. Ah, Demon's Souls. Oh, ja, diesen Glitch mit diesen Flickern. Das ist, wenn die GPU defekt ist. Ich hatte das aber auch einmal. Die ist nicht ganz defekt. Es ist nur ein Fehler. Ja, jetzt ist sie gecrashed. Nein? Nicht gecrashed? Ja, komisch. Boah, yo! Alter! Junge, was ist da denn los? Ja, ich glaube, die PlayStation ist nicht ordentlich ans HDMI angeschlossen. Aber den Fehler hatte ich tatsächlich einmal, ja. Hä, das kommt vom Spiel? Ah. Irgendwas ist passiert. Ja, diese Fehlermeldung, Leute, die hatten wir alle, wenn wir Cyberpunk gespielt haben auf PlayStation 5. Gut, die meisten haben es auf PS4 gespielt. Tut mir leid, dass ihr so ein Erlebnis haben musstet. Ah. Ah, und das ist die zweite Variante. Da ist der Hintergrund nur schwarz. Okay. Verstanden. Aber das sind natürlich nicht so gruselige Glitches, wie es damals zu PlayStation 1 Zeiten war und PlayStation 2 Zeiten. Oh, System Software Error. Dieser Fehler passiert, wenn irgendetwas mit deinem System falsch ist. Es hat auch einen Fehlercode. Dann schauen wir mal rein. Alright, close game. Alright, here we go. Closing the app. Ja, es passiert nichts. Es schließt nicht. Ich glaube, irgendwas mit der PlayStation passiert. Ja. Jetzt kommt so ein Jumpscare. Please wait. Irgendwas ist mit dem Fehler, mit dem Systemfehler. Something went wrong with the system software. Ja. Passiert. Great job, guys. Great job. Fehlercode, ja, und das ist die Konstellation, wie der Fehlercode gebaut ist. Es passiert, wenn irgendetwas mit der Software falsch ist oder mit der Hardware. Okay, da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was da im Endeffekt sein wird. Okay. I guess
for some reason after having black screens and giving me errors and stuff. Oha. Einfach die Update-Datei ist corrupted. Also kaputt. Einfach kaputt. Das ist merkwürdig. Okay. Ja. There you go. The update file is corrupted. Oh, PlayStation 5 ist zu heiß. Überhitzungsfehler. Hatte ich persönlich noch nie. Hatte ich wirklich noch nie. Aber vielleicht blinkt die Konsole dann rot. Ist es das? Dieser Fehler passiert, wenn die PlayStation überhitzt. Seit die PlayStation 5 draußen ist, wurde immer noch nicht bestätigt, ob dieser Fehler echt oder fake ist. Okay. Wir nähern uns jetzt zur Sache. Ich glaube, das ist ein Gerücht, ne? PlayStation 5 ist zu heiß. Mach deine PlayStation aus und warte, bis die Temperatur runtergeht. Ja. Thanks for watching. Subscribe. Okay, Leute, wisst ihr was? Als Bonus schauen wir uns jetzt mal noch etwas anderes an. Denn wenn wir jetzt dabei sind, Leute, das war ziemlich kurz, muss ich sagen. War auf jeden Fall ein interessantes Video, vor allem dieser Glitch, Leute, mit diesem Flickern, das hatte ich ja auch gehabt. Aber wir schauen uns jetzt das Ganze auch nochmal auf PlayStation Portable an. PlayStation Portable, PSP, Leute. Wer hat es damals gespielt? Ich, Leute, ja, habe sie damals relativ spät geholt. Aber wir schauen uns das ganze Video auch noch auf dem Kanal von BK vor an. Deswegen würde ich sagen, let's go. Schauen wir uns mal an, was für Glitches es auf der PSP gab. Ja. Oh, ja. By the way, Leute, damit ihr das wisst, es gab drei PSP-Modelle, okay? Hört mir zu. Drei PSP-Modelle. Es gab die PSP Fat. Die hatte nämlich die Lautsprecher hier unten. Seht ihr es? Die habt ihr aber mit den Fingern immer verdeckt. Deswegen wurden die Lautsprecher in der nachfolgenden PSP nach oben verschoben. Und dann gab es noch eine dritte Variante von einer PSP, die ein bisschen sleeker aussah. Weißt du, diese Ränder hier, die waren halt abgeglätteter und die Rückseite hatte nicht einen Ring, der dick war, sondern einen viel dünneren Ring. Und das sah viel moderner aus. Er hat das ganze Internet durchsucht nach PlayStation Portable Errors. Er hat nicht so viele gefunden. Sony hat wirklich einen sehr guten Job gemacht. Es gibt nur zwei Fehler. Okay, Props an die Konsole, dass sie nur zwei Fehler hat. Das ist heftig. Red Screen of Death. Okay, wir legen los. Unbekannte Seltenheit. Dieser Fehler kann passieren, wenn es genauso wie auf der PlayStation 3, wenn das BIOS corrupted ist. Okay, oder wenn irgendeine Komponente zerstört ist. Mhm. Okay. Boah, Leute, dieses alte Menü von der PlayStation 3, das war so schön auch. Boah. Data is corrupted. So, jetzt versucht die PlayStation Portables zu laden. Das ist so crazy, dass das eine Konsole war mit einem CD-Laufwerk. Ja, die im Endeffekt war sie dann auch so schnell leer. Oha! Ich habe noch nie einen Red Screen of Death auf einer kleinen Mini-Konsole gesehen. What? Ein schwerer Fehler ist aufgetreten. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. Krass. Das habe ich noch nie gesehen auf der PSP. Das ist heftig. Blue Screen of Death. Okay, jetzt kommen wir noch hier. Es ist wie auf der PlayStation 3, wenn die Systemeinstellungen corrupted sind. Sieht mir nach einem Emulator aus, wenn ich da eine Maus sehe. Einstellungsinformation defekt. Drücken Sie die Kreistaste zum Reparieren und um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Okay, das ist im Endeffekt das. Das sind alle Fehler. Ah. Ja, okay. Ey, Leute, you ever caught a good guy like a real Have you ever caught a Oh my god. All right. I can see that I will have to teach you how to be Okay.
nein! Ah! Junge! Jedes Mal! Warte. Ist das laut? Jedes Mal! Ah, Junge! Ich dachte mir schon, wir schaffen das ein Video ohne irgendwie übersteuerte Kopfhörer. Einmal! Okay, Leute. Ich will nicht mehr. Jedes Mal muss ich zum Ohrenarzt. Och Mann, Alter. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Rest in peace an den Bruder von Lazy Town. Super Ehrenmann gewesen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Arzt wegen meinen Ohren. Wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zock ist raus. Haut rein und ciao.